Wer stellt den Tisch auf? Sascha, wenn er kommt. Die Tür war offen. Darf man eintreten? Ich hoffe, dass wir die Ersten sind. Das ist ja nun schon eine schöne Tradition. Der Genosse Schlinger. Lieber Wilhelm, es ist ja nun schon eine schöne Tradition, dass ich dir an diesem besonderen Tag in deinem langen Kämpferleben die besten Grüße der Kreisleitung unserer Partei überbringe. Sprichst du lange? Dann setze ich mich erst mal hin. Sehe noch, wo es lang geht. Nämlich abwärts. Es gibt, offen gesagt, Probleme. Aber wir werden sie lösen. Unsere Kreisleitung. Jeder an seinem Platz. Wir sind ein stabiler Staat, Wilhelm. Das beweist sich schon dadurch, dass wir Beziehungen zu 139 anderen Staaten haben. Ich war immer dagegen, dass wir alle diese Länder anerkennen. Lieber Genosse Povileit, es ist über 70 Jahre her, dass du als Sohn einfacher Landarbeiter in die Kommunistische Partei eingetreten bist. Wir sind stolz und glücklich, dich noch immer in unseren Reihen zu wissen. Hey, Eva! Hey, Stefan, mein Lieblingshinterbänkler. Was machst du hier? Essen und mich mit hübschen Frauen unterhalten. Pendelst du immer noch? Stuttgart, genau. Deswegen. Was soll ich abends machen? Ja, ich finde solche Veranstaltungen supi. Das Essen ist gut, man trifft Leute. Die einen bequatschen und auf ihre Seite ziehen wollen? Und? Für unsere Partei bin ich doch bloß ein Mehrheitsbeschaffer. Einer von den Fraktionszwangssteppen. Aber wehe, ich will mich einbringen. 7 Jahre lang habe ich die Scheiße versucht. Hier reißen sie sich wenigstens um einen. Stefan, hier ist doch nichts umsonst. Muss ich dir doch nicht sagen. Ach. Weißt du, wenn die Lobbyisten mich nicht überzeugen, dann kriegen sie einen anderen und setzen sich durch. Ist so wie damals mit der Alkopop-Steuer. Am Ende verhindern die alles. Naja, und dafür futter ich ihnen wenigstens das Essen weg. Du schickst mir die ganze Zeit diese Scheiße? Du erpresst mich die ganze Zeit? Du bist so ein Arschloch. Ich hatte ein Geschäftsessen. Erzähl mir keine Scheiße, der Laden ist außerhalb deiner Liga. Du bist mir gefolgt in den Sender, ins Ministerium. Du bist die ganze Zeit an mir dran geklebt. Was bist du denn für ein kranker Typ? Ich weiß alles, Eva. Die Zuwendung, deine Einflussnahme bei Abstimmung. Und ich habe die Belege. Da ist kein wahres Wort dran. Das sagen alle. Was willst du von mir? Endlich mitreden. Anerkennung. Was erreichen. Ich will nach oben. Und du wirst mir dabei helfen. Sonst bist du erledigt. Wer hat dir die E-Mails gegeben? Ich habe Freunde in der IT-Abteilung. Wer hat dir gesagt, dass du mich erpressen sollst? Wer steckt dahinter? Hey! Lass meine Schwester in Ruhe! Tom, ist alles gut, Tom. Lass meine Schwester in Ruhe! Sofort aufhören! Tom! Sofort aufhören! Mann! Komm, wir gehen. Du bist doch nicht ganz dicht, du Arschloch! Sag mal, kommt das mit dem Arschloch bei dir? Mehr von der Mutter her? Oder war's dein Vater, der das Lieben nie gelernt? Und glaubst du, dass das immer so bleibt? Oder ist das nur ein Zeitvertreib? Und du könntest auch ganz anders sein. Doch du hast die Menschen einfach gern. Doch du hast die Menschen, ja, du hast die Menschen, oh, du hast die Menschen einfach gern.